So, hallo zusammen, diesmal fast live von der Messe, der Caravan-Messe in Freiburg. Ja, es kommt halt schon ein Video jetzt schon von mir und ja, schön seid ihr dabei und lassen wir los. So, jetzt geht's zur Messe rein. Da ist das Camp, alles vorbereitet oder fast. Noch zu, ich stelle mich mal draußen hin. So, jetzt gehen wir mal da zur Campermesse. Hat noch nicht angefangen, aber sie sind da schön am Aufstellen und ich habe nichts zu tun, wie das schön ist, nicht arbeiten zu müssen. So, ich bin jetzt mal reingegangen, die sind alle am Aufstellen, geht ja noch nicht los. Die Hallen füllen sich mit den Campern. So, da unten ist dann das Camp. Ich stehe noch draußen, weil die müssen da noch aufräumen. Ich bin ja einen Tag zu früh da. Der Aki ist auch schon da. Und jetzt warten wir einfach. Ich bin mitten in eine Demo reingeraten, die kämpfen, oder nein, die demonstrieren für die Freiheit offenbar. Gleich daneben der Wohnmobilstellplatz. Ich glaube 10 Euro die Nacht oder 12. Ja, und ich stehe kostenlos. Und ja, kann man nichts sagen. So, neuer Tag. Jetzt guckt euch das an, was die für einen Aufwand betreiben für uns hier. Die bringen noch Holzspäne, damit wir hier gemütlich haben. Das ist Wahnsinn. Wir sind ja, glaube ich, so 6-8 Fahrzeuge, mehr nicht. Und ein riesen Aufwand. Ja, kann man nichts sagen. Also, die sind ja noch mitten in der Bauphase da. Wir sind da schon drauf. Der ganze Berg kommt da noch rein, das ist Wahnsinn. Und dann hier Brennholz, Palmen. Das ist Wahnsinn, was die da alles für einen Aufwand betreiben. Und bezahlt werden wir auch. Das ist wirklich speziell. Die Angie macht wieder Freunde. Jetzt habe ich noch ein Geschenk gekriegt und ich habe es noch nicht aufgemacht. Keine Ahnung, was das ist. Oh, eine Tasse. Das kann man nicht mehr brauchen. Das ist lieb. Super, habe ich eine Tasse gekriegt. Die machen gerade ein YouTube-Video da, die YouTube-Stars, die ich gar nicht kenne. So, es fühlt sich langsam Ursi und Helle, ja. Sorry, ich gucke selber fast kein YouTube und interessanterweise kennen die mich, aber ich sie nicht. Weil ich eben kein YouTube gucke, oder selten. Vielleicht sollte ich das mal nachholen, damit ich weiß, was die überhaupt machen. Ich habe jetzt vorher mal beim Camper Tobi reingeguckt. Das ist der Wahnsinn, was der macht. Und ich sehe schon, ich kann da noch viel lernen. Im Gegensatz zu all denen bin ich ein bluter Anfänger. Da hinten ist noch mal so ein Bekannter mit extrem vielen Followern. Muss schnell gucken, wie der heißt. Also, Happy Camping. Ich habe es gar nicht gewusst, aber es ist ja angeschrieben. Ja, interessant mal unter so viel YouTube-Berühmtheiten zu sein. Ich selber schaue mich da eigentlich als Anfänger an, wenn ich so vergleiche, was die alles auf die Beine gestellt haben. Ja, aber freut mich jetzt da mal ein bisschen andere Einblicke zu kriegen. Ist Wahnsinn. Das hier ist der Camper Tobi, ihr seht es hier.
Ich habe jetzt gerade vorher bei ihm reingeschaut, da in seine Wohnung. Der wechselt die Wohnung wie die Unterhosen, kann man sagen. Mein Homeoffice. Das ist sein Arbeitsplatz und ja, der hat echt Ahnung mit dem YouTube. Ich bin herrlich unperfekt, das ist mein Motto. Ja, also wenn du unperfekt bist, was Na, bin ich dann? Genauso also, lebe ich. Oh, dann bin ich noch ein kleines Pflänzchen, das irgendwie versucht aus dem Boden zu steigen. Aber ist Wahnsinn. Ja, wir haben heute abgemacht. Du zeigst mir ein paar Dinge, wie man wie was Gerne. Macht und so, damit ich da was lernen kann, um mich ein bisschen weiterbilden. Ne? Hätte ja, ich nicht gedacht. Das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig, das YouTube, ja, wenn man mal so ein bisschen dahinter steigt oder reinsteigt. Ja, ich habe es gesehen. Ich mache das Ganze rudimentär, kann man sagen. Aber mal schauen. Aber es sieht nur so aus, bei mir ist es auch rudimentär, weil ich schneide ja nichts. Ich bin genauso wie du. Ich möchte authentisch sein, so wie die Situation ist. Ja, genau. Genau. Ja, gut, freut mich. Jetzt gehe ich kennenzulernen. Jetzt gehe ich endlich mal ins Bauhaus. Nicht in den Supermarkt. Bis nachher. Ciao. Ciao. Wir sind alle da mal im Camp drin, auf die Bühne, um da den Test zu machen, damit wir dann unsere Vorträge halten können. Ich weiß gar noch nicht, was ich sage. Das werde ich dann sehen. Ich bin mehr der Improvisateur. Vermutlich werde ich einfach über meinen Camper sprechen, mal schauen. Ich lasse ja wie immer alles auf mich zukommen. Bereits Mittwochabend und die sind noch am Aufbauen. Morgen soll es ja losgehen. Sind alle beim Endspurt. Bin da in der Halle. Noch ist zu, aber eben. Morgen geht's los. So, Eile und Angie haben ihren Platz schon gefunden da im Holzspänen. Ja, danke. Dankeschön. Ciao. Draußen regnet es nämlich. Ja, ich diskutiere immer mit den Leuten. So, alle sind sie da jetzt. Jetzt gucken wir mal, wer da alles gekommen ist. Also, die haben wir schon erwähnt. Ursi und Helle. Zum nächsten. Den haben wir auch schon gesichtet. Fan. Nachtlichter. Der Camper Tobi, den haben wir schon gesehen. Gehen wir gleich weiter. Vigo und Tour. Okay. Vielleicht kennt ihr die alle, ich kenne sie nicht. Bulli Tour. Katja. Die reist mit ihrem 10-jährigen Sohn. Ja, hier seht ihr noch, die haben da richtig Vollgas aufgestellt, alles für uns. Dann der hier, der ist ganz berühmt, habe ich mir sagen lassen, Fan for Fan. Den kennt ihr vermutlich sicher, ich nicht. Und, wer ist hier noch? Der Happy Camping. So, last but not least, One World, 1000 Places. Das sind die zwei. Ja, meine Wenigkeit da, Womo Adventure. Die zwei schlafen heute da unter dem Zelt. Und da ist die ganze Gesellschaft. Aber heute ist ein bisschen kühl. So, ich bin jetzt reingegangen. Draußen ist mir zu kalt. Ich habe die Klima angestellt. Da drin ist jetzt bereits geheizt. Oh, guckt mal an. 26 Grad. So muss es sein. Dann habe ich mir eine Pizza gemacht. Mit Mozzarella von Italien hatte ich noch einen Tiefkühler. Jetzt wird mal gegessen. So, Donnerstagmorgen. Meine Klima läuft und heizt. Weil draußen ist es 7 Grad. Und hier drin bereits 26.
natürlich mehr im oberen Teil, da unten wird es ein bisschen kälter sein. Und das Geile ist, ich kann hier, die Tasse ist ja aus Metall, das heißt, induktionsgeeignet. Jetzt kann ich meine Milch vorwärmen da beim Kaffee und ja, das wird gerade warm. Wahnsinn. Also, super, ich habe noch eine gekriegt, zwei Stück. Ja, falls ich mal Besuch habe. Geil. Weil gestern Abend habe ich zu viele Geräte eingestellt. Jetzt ist mir die Mikrowelle drauf gegangen. Dumm gelaufen. Und zwar kann ich irgendwie, das Display ist kaputt gegangen. Ich kann da zwar noch drücken, aber die Zeit geht nicht mehr. Also die habe ich geschrottet, aber ist noch Garantie drauf. Die sollte den Stromausfall aushalten. Muss ich mir eine besorgen. So, dann muss ich bereits wieder abstellen, weil das geht so schnell. So, Kaffeemaschine an. Ja, und hier. Muss ich die Leistung, sieht man. Also die Klima läuft jetzt, aber es ist warm, das heißt, die hat runter geregelt. Das ist jetzt die Leistung der Klimaanlage. Und jetzt kommt dann die Kaffeemaschine noch dazu. Ah, die Tasse ist jetzt heiß. So. Funktioniert wunderbar, geht auch beides auf Volllast. Aber gestern habe ich, glaube ich, zu viel angestellt. Da war die Klima, die Mikrowelle und dann, glaube ich, noch Kaffee. Habe ich nicht dran gedacht. Aber macht nichts, weil normalerweise halten das die Geräte aus. He? So, nochmal schnell ein Rundblick von unserem Camp hier. Es ist saukalt gewesen, die Nacht. Ja, da sind sie alle, hä? So, das war der erste Einblick vom Camp. He? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr hört wieder von mir. Und damit bis zum nächsten Mal. Schön wart ihr dabei. Daumen hoch, tschüss.